Natürlich darf es nicht fehlen zu dem Video 10 Dinge, die am Roller leichter zu reparieren sind. Natürlich auch Dinge, die schwer an einem Roller zu reparieren sind. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, mir sind aber nicht 10 Dinge eingefallen. Mir sind jetzt so in der Eile eigentlich nur 5 Punkte eingefallen. Das ist aber ein gutes Zeichen, weil das ja dann heißt, es gibt wesentlich mehr einfache Dinge am Roller zu reparieren als schwere. Und ich fange auch direkt mal an. Das erste, was mir natürlich eingefallen ist, ist, wenn die Kurbelwellenlager kaputt sind, weil da muss man den Motor einfach komplett zerlegen. Wenn man es zum ersten Mal macht, die Fehlerhäufigkeit sehr hoch. Ich habe einige oder ein, zwei sehr detaillierte Videos gemacht darüber. Die sind sehr, sehr hilfreich. Die würde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn ich sowas zum ersten Mal mache. Aber ansonsten ist das, denke ich, wirklich so das Schwierigste, was man am Roller reparieren kann. Die Kurbelwellenlager. Das zweite, Getriebelager. Also das Getriebe an sich kann man eigentlich leicht ausbauen. Man muss einfach nur den hinteren Reifen, also die Felge abschrauben. Dann muss man den Variomatikkasten abschrauben. Dann muss man den Getriebedeckel abschrauben. Und dann kann man im Grunde auch schon das komplette Getriebe entnehmen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Falls ihr das wissen müsst, guckt einfach unter meine Playlist Reparaturen. Da ist das auf jeden Fall mit drin. Getriebelager. Nummer 3, was mir eingefallen ist, ist, wenn irgendwas kaputt ist, die Fehlerfindung. Um zuverlässig den Fehler finden zu können, muss man einfach so die Zusammenhänge von den Teilen verstehen, wie das zusammenwirkt. Und natürlich muss man halt auch ein bisschen Erfahrung und so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Das kann sich vor allem am Anfang auch schwierig gestalten, deswegen habe ich das mit dort reingepackt. Und die meisten Fragen hier auf meinem Kanal beruhen auch wirklich nur darauf, ja, das und das ist, der Roller stottert, der Roller zieht ab 30 nicht mehr oder sowas. Na, also das ist halt die Fehlerfindung, das ist halt extrem schwierig. Aber wenn man die Zusammenhänge versteht, eigentlich gar nicht mehr. Der vierte Punkt, Abstimmung. Wenn man irgendwas am Roller verändert, muss man den Roller abstimmen, Vergaser, Motorteile und so weiter und so fort, Federn. Da muss man auch wieder die Zusammenhänge verstehen. Am Anfang schwer, aber wenn man es verstanden hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Ihr kennt ja bestimmt das Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Der fünfte Punkt, der mir eingefallen ist, Reifen wechseln. Also nicht die Felge abmontieren, sondern wirklich den Reifen von der Felge wechseln. Das ist schwierig. Ich habe es einmal versucht, ich habe kein Video drüber gemacht, weil ich die Arbeit nicht zu Ende gemacht habe und am Ende doch zur Werkstatt gegangen bin, weil die in der Werkstatt, die haben dafür Maschinen, die machen das in 5 Minuten und wenn man es selbst macht, dauert das vielleicht 2 Stunden. Und man muss extrem viel Kraft aufwenden und macht sich die Felgen damit kaputt. Also dann dachte ich mir, wozu? Warum sollte ich das dann machen? Ich gebe den 20 Euro und gut ist. Das sind so die 5 Sachen, die mir eingefallen sind. Es gibt dann halt auch noch so andere Sachen, die vielleicht nicht leicht zu reparieren sind, aber auch nicht wesentlich schwer. Solche Sachen, die dazwischen dann liegen. Aber die gehören ja dann hier nicht rein. Wenn ihr noch was wisst oder wenn euch noch was einfällt, schreibt es mal unten rein. Das wäre lustig zu wissen, was es da sonst noch so alles gibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.